Stellt euch vor, ihr seid in den 90ern und Super Mario World ist einer eurer absoluten Lieblingsspiele. Aber ihr liebt auch RPGs, wie zum Beispiel Final Fantasy, von Square Enix gemacht worden. Und da dachte sich Square Enix und Nintendo so, yo, wieso nehmen wir nicht Mario World und Final Fantasy und packen sie zusammen? Und das Resultat war Super Mario RPG, rausgekommen 1996. Und es war, soweit ich weiß, ein voller Erfolg. Aber lange ist es her und wir haben endlich auf der Nintendo Switch heute am 17.11.2023 ein Remake. Und das Besondere an dieser deutschen Version hier, von diesem Remake, ist, dass es das allererste Mal bei uns in Deutschland released wurde. Denn das Spiel war früher immer nur auf Englisch. Es gab, glaube ich, so deutsche Übersetzungen, Fan-Übersetzungen, die man sich drauf patchen konnte, aber und wirklich offiziell auf Deutsch gab es das Spiel noch nie. Und deshalb haben wir das hier heute. Ich spiele das Spiel blind. Das heißt, das Einzige, was ich weiß, ist halt ganz viele Easter Eggs und Secret-Videos. Und ich weiß, dass hier Gino und Mello herkommen. Und ich weiß, dass Gino unbedingt alle in Smash haben wollen. Und ein paar kleinere Sachen weiß ich auch noch. Aber ansonsten, ich weiß von der Story halt wirklich nur das Basicste. Und ja, dieses Spiel hat eine Story. Nicht so wie bei Mario-Spielen, wo es einfach nur ist, ja, Peach wird entführt und rette sie, Bowser ist der Böse. Hier ist die Story ein bisschen anders, aber das werden wir auch noch sehen. Ja, und ich muss jetzt schon mal sagen, wenn ich schon den Trailer hier anschaue, der übrigens manchmal im Intro läuft, sieht richtig cool aus, die Grafik sieht richtig schön aus. Wir haben jetzt wieder wie bei, was war das, Zelda Link's Awakening oder halt Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl mit so ein Chibi-Art-Style für Mario. Und ich finde, der sieht sehr, sehr gut aus. Ich finde, der passt tatsächlich. Am Anfang dachte ich mir, es ist so richtig cursed. Vor allem so Bowser und Peach. Aber mittlerweile kann ich mich dran gewöhnen. Mittlerweile sehe ich das schon ein bisschen positiver, das Ganze. Also ganz, wenn alles mal, finde ich die Grafik sehr, sehr schön. Genau, ich spiele das Spiel blind. Ich habe das Original nie gespielt. Ich weiß nur von sehr vielen Leuten, dass das Spiel sehr, sehr gut sein soll. Ich meine, es ist ein Mario-RPG. Das allererste, noch vor den Mario und Luigis und noch vor den Paper Marios. Ja. Mario Luigi habe ich schon mal gespielt, alle Teile. Paper Mario habe ich ein Teil, zwei Teile gespielt. Also nicht alle, auch nicht die älteren. Und ja, ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe, das wird lustig. Ich hoffe, das wird spaßig. Also, okay, spaßig wird sowieso das Mario-Spiel. Aber ich hoffe, wir können ja auch viel draus nehmen. Und ich weiß nicht, ich finde diese Enemy-Designs hier wirklich super interessant. Das ist mal etwas anderes. Also klar, hier haben wir so einen Goomba, hier haben wir so einen Koopa, aber den Lakitu zum Beispiel. Aber wir haben auch andere Sachen. Ich meine, was ist das da zum Beispiel? Ist das wie ein Blag, aber mit Feuer oder so? Das ist meine Blooper. Yeah. Genau, mit wem spielen wir alles? Natürlich mit, es gibt hier Mario, Peach, Bowser. Aber wir haben hier noch Mello und Gino, die ich vorhin erwähnt habe. Zu denen kommen wir aber dann erst, wenn die auch wirklich in der Story dann wichtig sind. Ja, es gibt viele Neuerungen, wie zum Beispiel diese neuen Cutscenes, die dann spielen, wenn man Special Attacks einsetzt, die komplett neu sind. Dazu kommen wir dann noch. Ich will nicht alles vorwegnehmen. Auch wenn das meiste schon in den Trailers vorweggenommen wurde. Aber wir sind heute ready in Super Mario RPG. Ohne den Titel Legend of the Seven Stars. Das war ja der Untertitel vom älteren SNES-Teil. Den gibt's hier nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich find's auch komisch, dass da nicht Remake oder sonst was steht. Aber ja. Ich würde sagen, wir fangen dann direkt mal an. Da ist übrigens Schloss Bowser. Das solltet ihr euch merken, wie es hier aussieht. So, auf welcher Schwierigkeit möchtest du starten? Normal oder locker? Kämpfe auf Standardgeschwindigkeit für alle, die Herausforderungen suchen. Also wahrscheinlich die gleiche Schwierigkeit wie damals. Oder auf locker. Kämpfe sind weniger schwierig. Perfekt für alle, die lieber entspannt der Story folgen möchten. Ja, das ist ein RPG-Spiel, also Role-Playing-Game mit Level-Ups und Turn-Based Combat. Und für die Leute, die zum allerersten Mal sowas spielen, ist, glaube ich, der lockere Modus wirklich perfekt. Aber wir spielen auf Normal, denn es ist zwar das erste RPG, was ich hier let's play, aber es ist lange nicht mein erstes RPG, was ich hier spiele. Ja. So, also spielen wir auf Normal. Ein Hard Mode wäre noch cool, aber gibt's nicht. Was soll's. Und hier sind wir vor Mario Haus. Nicht Marios Haus, sondern Mario Haus. Peach in einem schönen Blumenbeet. Doch auf einmal wird alles düster und Bowser erscheint. Was hat er wohl vor? Naja, okay, ist offensichtlich, was er vorhat. Er will Peach entführen. Mal wieder. Und Mario hat natürlich sofort mitbekommen. Und eilt zur Hilfe.
Okay. Wir skippen einfach mal diesen, wir skippen einfach mal den Part, wo er 50 verschiedene Level spielt. Wir sind jetzt einfach schon beim Schloss. Letzten Level. Und er kann einfach durch die Wand fliegen. Auch gut. Juhu! Let's go! Wir werden sogar schon eingeladen zu Bowsers Schloss. Interessantes Design, wenn ihr mich fragt. Mal was anderes. Sonst sieht man es ja immer so grünlich, mit so Stacheln, so Koopa-Stacheln oder so. So, was ist die Steuerung? Okay. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst, weil das, ihr seht ja, dass das alles so schräg ist, das ganze Spiel. Was damals auch schon so war. Man kann mit Steuerkreuz spielen, man kann aber auch mit Stick spielen. Ich glaube, ich werde mit Stick spielen. Okay, wir können springen. Oh. Wir haben ein Menü. Mario, 10 Blumen. Okay. Hi, du da. Hey. Nee, die sind nicht echt. Das sind nur Statuen, die uns einladen wollen. Oder auch nicht. Hey, du da, können wir reden? Ich glaube, er will nicht reden. Items, Techniken, Meer und Angriff. Was haben wir denn mehr? Abwehr, Hilfe. Gib mir mal Hilfe. Okay, Bildschirmanzeige. Ja, okay, für die Leute, die gar keine Ahnung haben, was sie hier gerade sehen. Für die gibt es hier das hier noch. Aber ich erkläre es euch einfach. Wir können angreifen. Wir können abwehren. Items einsetzen, zum Beispiel fürs Heilen. Oder Techniken. Ja, machen wir erstmal normalen Angriff. Schildkadett. Okay, interessanter Name. Ich habe jetzt nichts gedrückt, aber ich glaube, wenn man genau dann drückt, wo das Ausrufezeichen kommt, dass man dann einen sehr starken Angriff macht. Kann man auf die drauf springen, dass man dann... Warte, ich will es mal auch kurz ausprobieren. Jetzt. Naja. Hm, vielleicht muss ich früher drücken. Vielleicht geht es bei den Noobie-Gegnern hier noch nicht, ich weiß es nicht. Hey, ihr da! Oh nein! Oh oh. Sind nicht froh, uns zu sehen. Dann muss ich wohl den Sprung einsetzen. Plätze Gegner, drücke unmittelbar vor Gegnerkontakt A. Okay, blapp. Ah. Okay, hab ich gewehrt? Ich weiß es gerade nicht. Nochmal. Okay, good job. Dafür verwenden wir die Blumenpunkte oder Blütenpunkte oder wie auch immer die heißen. Das werden wir bestimmt auch noch gesagt bekommen. Aber na gut. Ja, für die, die das Spiel kennen, willst du nicht spoilern? Danke. Da kamen gerade Hotheads. Sind überall Hotheads. Das sieht aber voll schön aus hier, oder? Lava-Bewertung? Sieht sehr nett aus. Das ist aber nicht so nett. Es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen Peach jetzt retten. Sie muss hier irgendwo sein. Bowser. Warte mal. Was ist denn das da oben? Peach! Was zum... Oh mein Gott. Ha, Mario kann natürlich so hoch springen. Die kennen und sind nicht lustig. Die Musik ist aber geil. Nimm dich nach Frau Bowser, Mario. Ha, jetzt geht's dir an den Kragen. Oh nein. Ein Sprung! Bam! Ich weiß nicht, ob ich das Timing richtig mache. Was daneben? Haben die angegriffen? Ich habe wieder Blütenpunkte. Okay, dann setzen wir ein. Ah, ein bisschen vorher drücken. Okay. Oh. Mario, die Kette! Greif die Kette an! Kette? Leuchterhund. Ach, den soll ich angreifen. Okay. Machen wir das. Ich kann das Timing noch nicht. Das Timing ist noch ein bisschen schwierig für mich. Ah. Na gut, nochmal. Jetzt. Nein. Bowser. Jetzt, das war gut. Mit dem Sound. Der sagt einen, dass es gut war. Aha. Mario, die Kette. Mach doch endlich. Mach doch schon. Oder willst du, dass ich noch stärker angreife? Hier. Ah, geht so. Aber reicht. Was hat er geklärt? Nicht doch! Beiß zu, Leuchthund, sonst gibt's eine Kettenreaktion! Steht ja? Du bist mein einziger Halt! Wehe, du machst den Mund! Aber Bowser. Aber wir haben Peach gerettet! Runter mit dir, Mario! Was zum. Ja, okay, es sind keine seine Kettenhunde, ne? Gib ihm Saures! Mach ihm Beine! Runter, hab ich gesagt! Plop. Okay. Hä? So tief fällt das eigentlich nicht, oder? Scheinbar doch. Ihr heult. So einfach schnappst du mir Peach nicht weg. Ständig pfuschst du mir ins Handwerk. Aber jetzt reicht's. Spüre meinen Zahn. Verdammt, wieder verhauen.
Alter, Mario hat da richtig Jumpskills dazu gewonnen. Und kann so hochschwimmen. So ein Glück, ich hatte solche Angst. Lass uns rasch fort von hier. Mario, die Festung bebt! Mario hält sich gar nicht fest. Warum bebt denn die Festung? Ich glaube, irgendwas kommt von oben. Man sagt ja, alles Gute kommt von oben. Ich glaube, diesmal zählt das wohl nicht. Ein riesiges, sprechendes Schwert kommt von oben herab und übernimmt das Schloss. Mit epischer Musik. So, und jetzt haben wir den neuen Titelbildschirm. Super Mario RPG. Wurde zwar noch nicht gespoilert, dass da ein Schwert kommt, aber egal. Peach bleibt immer noch gefesselt? Marios Haus. Nein, das ist Mario Haus. Get it right. Mario, brauchst du nicht hängen. Lass ihn doch nicht hängen tot. Mario, sag mal, die meisten Leute betreten ihr Haus eigentlich durch die Tür. Na, ist auch nicht wichtig. Eigentlich bin ich bloß hier, um Prinzessin Peach bei dir abholen zu kommen. Im Palast wartet man nämlich sofort schon auf sie. Warum ist die Kiste viereckig? Wie aber Minecraft oder was? Komm schon, Mario. Gib nicht auf. Wir können Peach nochmal retten. Oh, ist das schön. Was kann ich hier machen? Oh. Nee, ich schlafe ein bisschen. Abenteuer, stimmt, da war ja was. Okay, okay. Aber erstmal muss ich meine Sachen holen. Lagerbox. Ah, okay, wenn wir Inventar voll haben. Das ist cool. Sieht aber echt schön aus hier, ne? Echt schön. Hallo, Toadie! Aber wo ist denn die Prinzessin? Alle meinten, sie wäre hier bei dir! Wieso so schweigsam, Mario? Willst du mir was nicht verraten? Es ist doch nicht schon wieder Bowser, der hinter der Sache steckt, oder doch? Na, wer soll es sonst sein? Na, okay, hast recht. Ach je. Mario, bitte bring die Prinzessin wieder zurück, so wie immer, ne? Okay? Ja, ich weiß. Ach, Mario, eine Sache noch. Solltest du dich doch noch mal aus dem Latschen hauen, dann wachst du dort wieder auf, wo du zuletzt dein Spiel gespeichert hast. Aber dein Abenteuer wird tatsächlich auch automatisch gespeichert, wenn du dich von einem Gebiet in ein anderes bewegst. Ziemlich praktisch, oder? Falls dir alles auf ein Unglück geschehen ist, nicht dein ganzer Spielfortschritt verfutscht, sondern nur ein kleiner Teil. Und falls du wieder mal nichts dem Zufall überlassen willst und dein Spiel selbst speichern möchtest, kein Problem. Hit einfach auf Speicherblöcke wie diesen hier. Solche Speicherblöcke sind eine prima Sache, falls du während deiner Reise mal ein kleines Päuschen einlegen möchtest. Tja, das war so ziemlich alles von mir. Und nun los, Bowser's Festung wartet. Okay, einfach draufspringen. Boing, wo sind wir hier? Blub, 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 komplett speichern. Yay. Das sieht voll schön aus, auch in diesen Röhren rechts. Und wieder runter. Blub. Was sollst du sagen? Falls du Lust auf ein Schläfchen hast, schalt einfach die Pilze mit deinem Zimmer aus und du wirfst dich in die Federn. Ich denke mal, dass wir uns dadurch heilen können. Für zumindest machen. Ja, ja, ja. Oh, ist das schön. Ich habe jetzt schon richtig Bock. Okay, dann los geht's. Die Overworld. Ach, lol. Mario wohnt einfach bei Bowsers Festung. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht immer so, Mario? Dann lass uns mal wieder durch. Schmiddy, lass uns mal durch. Halt! Eindringling! Keinen Schritt weiter! Wir sind Schmiedrichs Schergen und diese Festung gehört von uns. Wir planen Großes und dies ist nur der erste Schritt. Wenn Störenfriede wie du nicht wären, wäre die Welt schon heute unser. Und nun, hinfort mit dir. Was zum... Was fällt dir ein? Wow! Naja, okay, jetzt haben wir keine andere Wahl als zu fliehen. Das Spiel speichert direkt. So weit entfernt. Was machen wir denn nun, Mario? Mama mia! Da brauchst du wohl Verstärkung, was?
Dann wieder zurück nach Hause. Dann gehe ich jetzt einfach schlafen. Es geht, bringt nichts. Ich will mich wieder aufhängen gehen. An meinem kleinen Schrank. Toad? Was machst du in meinem Haus? Ach, das geht aber schnell. Hast du was vergessen? Nein, was dann? Okay, wir ignorieren uns einfach. Hä? Das richtige Cartoon-Logik, ich liebe es. Die Brücke zur Basisfestung ist kaputt? Boah, krass, dass ich das direkt erkannt habe alles. Das ist ja schlimm. Das berichten wir lieber sofort dem Kommissar, im Pilzpalast. Los, Mario, auf geht's. Kommissar im Pilzpalast? Wie bitte? Oh, ey, was denn? Ich nur wieder. Nanu, sag mal, durch den Knopf gerade hast du einen ganzen Kraftpunkt KP verloren. Das macht aber nichts. Hier mit einem der leckeren Pilze aus dem Palast ist gleich alles wieder gut. Danke. Wenn du mal Items zur Heilung einsetzen möchtest, brauchst du eine X zu drücken. Kinderleicht. So ein Pilz ist genau das Richtige, wenn es mal schlecht um deine Kraftpunkte bestellt ist. Aber Moment mal. Wegen irgendwas bin ich doch extra hierher zurückgekommen. Ah! Hurra, ich hab's! Sonst erwarte ich nicht warum, dass der ganze Pilzpfad von Monstern nur so wimmelt. Ich hab's selbst gerade so mit den roten statt blauen Flecken zu dir geschafft. Was? Hab gerade selbst gerade so mit roten statt blauen Flecken zu dir geschafft? Ah, okay. Ich hab mich noch nicht so verletzt, okay? Du musst was tun, Mario! Dabei fällt mir ein, weißt du, was Aktionsbefehle sind? Ja, aber erzähl mal trotzdem. Aber gerne! Dann stellst du uns zuallererst mal einen Kampf. Toad, der Profi, der kann aber selber mitkämpfen. Beim Kämpfen geht es nicht nur um hohe Kraft. Auch das richtige Timing ist wichtig. Drück dir erstmal A zum Angreifen. Wen? Den? Ne, den will ich angreifen. Stopp! Doch egal, ein weiteres Mal A. Während der Angriff den Gegner trifft. Oha! Klasse, genauso! Dein Angriff war nicht nur extra stark, sondern hat mehrere Gegner auf einmal erwischt. Aktionsbefehl sei Dank. Ja, das ist neu. Probier mal aus, A zu drücken, wenn du angreifen wirst. Oha, null. Klasse, genauso. Wenn dein Timing perfekt ist, steckst du keinen Schaden ein. Angreife, die deine ganze Gruppe treffen kannst du mit Aktionsbefehlen nicht abwehren. Versuch jetzt mal eine Spezialtechnik. Drück mal Y für mich. Okay, aber nur für dich. Hui. Oha. Und jetzt einen Druck auf A. Blöp. Vorbildlich. Bei Techniken weichen Aktionsbefehle oft ab. Also nicht bloß ein einzelner Knopfdruck. Also immer schön lesen, wie du deine Lieblingstechniken besonders mächtig machst. Übrigens, die Kampfanzeige füllt sich mit jedem gelungenen Aktionsbefehl ein Stückchen. Und wenn sie voll ist, dann... Naja, dein Gegner sollte sich schon mal warm anziehen. Freu dich drauf. Bei mehreren gelungenen Aktionsbefehlen hintereinander steigt hier eine Zahl. Schon ab dem zweiten gelungenen Befehl erhältst du Vorteile im Kampf. In deinem Fall, Mario, steigt die Kampfanzeige schneller, je mehr Aktionsbefehle gelingen. War ziemlich viel auf einmal, verzeihen, aber keine Ahnung, keine Angst, falls du was vergisst. Drück im Kampf einfach B und wähle Hilfe, dann erfährst du alles, was du brauchst. Sogar außerhalb von Kämpfen kannst du Infos lesen. Wähle einfach Hilfe im Menü. Boah, Toad, red nicht so viel. Ah, denk dran, ja? Okay. Oh, das war's auch schon. Jetzt kannst du den ganzen Fiesling schön das Fürchten lernen. Gut, also, dann müsstest du jetzt bloß... was war das nochmal? Genau, dem Kronminister, so hieß er. Ich hab den vorhin falsch angesprochen, aber wir den Kronminister von der Prinzessin berichten. Wir sehen uns dann drüben am Pilzpalast, ja? Und hier für dich, nur für den Fall der Fälle. Drei Pilze? Denkst du, ich bin so ein Noob oder was? Gut, darf ich direkt mal speichern, vielleicht bin ich ja doch ein Noob. Wenn ich schon die Aktionsbefehle, die ich sofort hinkriege. Warte, was kann man denn da sammeln? Schau mal. Froschmünzen und normale Münzen. Okay, interessant. Das wird ja sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber wir versuchen 100% zu sammeln. Das ist zumindest der Plan für dieses Let's Play. So, jetzt kommen wir zum Pilzpfad. Das erste Level hier. Gumba. Bringt das überhaupt was, auf die drauf zu springen? Scheinbar nicht. Schade. Aber okay, machen wir mal einen normalen Angriff, denn... Bam! Ah, ich kann das damit nur nicht... Ne, ich kann das halt immer noch nicht. Mann! Alter, oha, die vermöbel mich ja richtig. Mann, ich kann das nicht. Hab ich Delay oder was? Eigentlich nicht. Na, einfach vorher drücken. Einfach predikten, wann das kommt. Okay, aber ich glaube, ich muss mich jetzt mal heilen. Ja, auf jeden Fall. 30 KP ist ein bisschen viel, aber... Wollen wir mal nicht geizen.
Ne? Scheinbar gibt es keine Kampfvorteile in diesem Spiel. Schade. Okay, erwischt, aber hat den anderen nicht erwischt. Ah, verdammt. Hört auf, so stark zu sein. Wie findet ihr eigentlich, wie die Gumbas aussehen? Die sehen so, so plattgedrückt irgendwie aus. Sieht so komisch aus. Aber irgendwie ist es doch lustig. Okay. Bam! Oh, mein! Oh, den hab ich ausgewichen, aber leider nicht so gut. Bam! Der hat das Griff getroffen. Oh, voll KP! Was hat er gedroppt? Was? Der kann mich anspucken mit spitzen Stacheln? Seit wann können die Gumbas das? Oh, Mann. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen üben mit dem Kampfsystem. Und hier haben wir einen Paracooper. Da machen wir mal direkt einen Sprung. Bam! Anfällig dagegen. Viele Monster sind gegen bestimmte Elemente besonders anfällig. Greifen sie mit diesen Elementen an, erleiden sie extra viel Schaden. Ja, nice. Ich weiß übrigens nicht, wie viele Level es insgesamt gibt in diesem Spiel. Ich gehe mal davon aus, unter 50. Ah, verdammt. Aber immerhin volle KP, danke. Ah, verdammt. Jetzt. Ah, jetzt, okay. Okay. Ah, verdammt. Das muss einfach üben. Irgendwann hat man es draus, bestimmt. Kleiner Bonus. Da unten links haben wir eine Anzeige. Bin gespannt, wann die erklärt wird. Und hey! Level up! Bist du so Level Plus aus irgendeinem Grund? Hast du aber süß gemacht mit dem Blumen oben. Mario ist nun auf Level 2. Let's go! Okay. Oh, wir hatten gar keine Abwehr. Da ist das Problem. Magieschutz, okay. Extra Bonus, was möchtest du erhöhen? Entweder Kraft können wir extra erhöhen, KP oder Magie? Ah, das sind Magiepunkte, okay. Ich glaube, ah, nee, stimmt. Blütenpunkte war, glaube ich, ein Paper Mario oder so, ne? Egal, es können trotzdem Blütenpunkte sein. Machen wir einfach alles nach der Reihe. Kraft. Yeah. Warum nicht? Ich habe einen. Wer braucht schon Fragezeichenblöcke, wenn ich Fragezeichen Kisten haben kann? Oh, das sind ja zwei Paracoopers. Nein, ich habe keine Punkte mehr. Habe ich Items? Nee, nichts, was mir hilft dabei. Na gut. Ah, ich hab vergessen, was ich mal angucklich mache. Ich darf zweimal. Fast besiegt. Mach ich den doch, weil wenn ich... Ah, schade. Ich hatte wegen dem Rundum-Ding. Oh! Das kam sehr schnell. Bams! Okay, einfach alles auswendig lernen. Irgendwann hat man's. Okay. Hey, was macht der Gumba da mit dem Toadi? Der Arme. Hey, lass ihn mal sein. Lass ihn mal in Ruhe. Probleme oder was? Bam! Ach, verdammt, man kann nicht spammen, dann wird nicht mehr akzeptiert. Bams! Zwei Schläge ins Gesicht. Und die Pflege. Hauen ab. Da ist mein Retter! Hier, das habe ich gefunden. Vielleicht hilft es ja irgendwie. Honigsirup, danke. Was macht denn das? Ah, Blütenpunkte wiederherstellen. Und doch, es sind Blütenpunkte, keine Magiepunkte. Ich nenne sie einfach Blütenpunkte, weil ich weiß, dass die in Paper Mario so heißen. Hallöchen. Oh, komm auf mich angerannt. Bam. Boah, ich muss eigentlich sagen, Musik, Grafik, alles top. Bisher super Eindruck. Vor allem, wie es auch sofort losgeht, das Spiel, ne? Geht sofort los. Ich mag das ja. Oh, was haben wir denn da? Blumen erhöhen dein Blumenpunkte-Maximum und zwar permanent. Mehr Blumenpunkte heißt mehr Spezialtechniken im Kampf. Also vergiss die Blumen nicht. Aber das ist ein Sack. Das ist keine Blume, das ist ein Sack. Aber okay, mit Decken können wir uns verbessern, upgraden. Geh du da. Oh, kann ja draufstehen. Und man kann auch gegen den kämpfen und auch auf den draufspringen und draufstehen, aber irgendwie... Gerade nicht. Bam! Egal, ein effektiver Schlag macht das Ganze schon easy. Einen Pilz haben wir verdient. Cool. Der hat den Spaß eines Lebens, glaube ich. Na gut, wenn ihr Spaß haben wollt, ich gebe euch Spaß! Jetzt. Nein. Mann, ich kann das nicht. Aber die machen doch nur ein KP, also so schlimm ist es auch nicht. Aber ich muss noch trainieren, ich muss noch alles üben. Moin. Ach, ich schmeiß mich nach oben. Blumenpunkte, nice. Sollte ich vielleicht nicht verschwenden immer. So eine Idee. Hey, Muntermacher erhalten.
Aber hier nicht drin. Ah hier, Blumenkapsel erhöht BP um 1. Ja, warum nicht einsetzen? Hä? Ja, warum nicht? Und die Blume, die wir eingesammelt haben, hat das auch gerade erhöht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas Falsches dran sehe, aber warum nicht einsetzen? Danke. Ah, verdammt. Aber wir haben einen Dreier-Kombo, das heißt... Ja, auch mit einem normalen Schlag. Machen wir einen KO. Gut. Das sieht so schön aus, das Spiel. Sorry, aber ich muss das einfach mal sagen. Ey, lass den Tod in Ruhe! Kein Schabernack treiben hier, das akzeptiere ich nicht. Ja, du kriegst dafür jetzt einen riesigen Sprung. Boah, über 100. Ja, ja, leg dich nicht mit Mario an. Ja, den Pilz nehme ich gern an. Puh, ich war schon Angst und Bange. Mir war schon Angst und Bange. Vielen Dank für die Hilfe. Hier, nimm. Blumenkapseln. Also, ich sehe keinen Grund, die nicht zu benutzen. Ich nehme sie jetzt einfach. Zack. Hey, du da. Ah, die kommen auf mich angerannt. Und da war ein Pilz drin. Pilz.png war da drin. Und ihr, wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid tot! Wie mache ich denn diesen Rundumangriff? Oder muss ich dafür mehrmals A drücken? Warte mal. Ah, ich muss dann zweimal A drücken. Ich drücke immer nur einmal A. Okay. Gut zu wissen. Was man es haben möchte oder nicht. Für die Pros zum Entscheiden. Okay. Ja, Leute. Das war der erste Eindruck von diesem Spiel. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, sehr gehypt. Ich versuche 100% zu machen. Ich versuche auch alle Secrets und alles zu finden. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In diesem neuen Gebiet hier. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Okay.